So, jetzt kann ich wirklich auch nur noch eine Viertelstunde aus Respekt auch vor unseren anderen Gästen und Präsentatoren und dem Programm zugeben. Und dann müsst ihr noch 10 Minuten eure Pause opfern und dann sind wir im Plan. Also eine Viertelstunde einfach nochmal Resonanz und Nachfragen. Vielleicht darf ich vorweg sagen, also wenn es um Sicherungsbedürfnisse geht, wir dürfen das Video sicher ins Netz stellen, das steht euch komplett zur Verfügung. Die Almut von uns vom Medienbüro, die wird die Charts an den richtigen Stellen reinschneiden, sodass ihr die auch während dem Gucken gut lesen könnt und so, sodass ihr auch, wenn ihr anderen zeigen wollt, was strategische Personalentwicklung sein kann, dass ihr dann einen Link habt, der dann auch überzeugt. Also ihr braucht jetzt nicht euch um Sicherung kümmern, das kriegt ihr alles, aber einfach um Resonanz und Nachfragen. Das heißt, ja, der fragt. Resonanz. Wir haben ja vereinbart, es wird kein Zentralcoaching. Ja. Also mich hat das Letzte jetzt gerade noch sehr beschäftigt, nämlich ich finde beeindruckend, wie gut Sie die Organisation in ihrer Verfasstheit, ihrer Kultur sehen können, wie gut Sie darauf Rücksicht nehmen. Ne? Also sagen, wenn wir sehr strukturiert sind, dann können wir keine beliebig offenen Prozesse anzetteln. Wenn wir Zeit brauchen, brauchen wir die Zeit. Wie unterscheiden Sie das von der Erkenntnis, die Organisation ist so und so und ein bisschen vom anderen täte ihr gut? Also wo beginnt der Moment, wo Sie sagen, und drum gucke ich mal, dass sie es ein bisschen anders erfährt, um sich an der Stelle auch mal an was anderes zu gewöhnen? In dem Moment, wo ich merke, es fängt am Markt an zu ziehen. Weil vorher ist es freundlich, nett, nice to have. Und dann wissen die, die haben jemand, der sieht es, aber wir spüren es noch nicht. Und das ist mit Organisationen, die so lange am Markt sind, die sind ja auch so fundamental, braucht man wirklich auch die Marktkräfte, um etwas dann von innen nach außen zu bringen. Und das geschieht gerade. Ja, wir in unserer Kleingruppe haben überlegt, es war schon sehr beeindruckend, wirklich, dass wir gesagt haben, das ist so druckreif, es sind nicht nur Headlines, es ist einfach schon so druckreif und waren an dem Punkt hängen geblieben, okay, es gibt externe Sparringspartner wie den Bernd, wie ist das innen, welchen Zirkel gibt's? Also ein Teil der Frage, dann der zweite Teil, Sie haben gesagt, 70% sind über 50. So, wie geht das, wie wird das Erbe weitergetragen? Und das dritte, es gibt viele Sparkassenakademien. Ich glaube, 10 hatten Sie gesagt. Wie weit ist das jetzt vielleicht Best Practice und wird davon profitiert? Okay? Von hinten nach vorn. Ich denke, es ist Best Practice. Es ist auch eine andere Art zu denken. Die Denke kommt mehr aus der Erfahrung der wirklich großen Häuser heraus, die sich kontinuierlich strategisch positionieren müssen. Weitergegeben wird es jetzt über alle, aber mein Fokus sind die Jungen. Und ich spreche auch sozusagen so mit den, und das darf ich tun, ich bin jetzt 58, ich leite dann immer so ein, weil ich 58 bin, darf ich jetzt sagen, dass ich darauf bestehe, dass es hier keinen Altersegoismus gibt. Und dass wir deswegen die Jungen im Fokus haben und wir Alten haben dafür die Verantwortung. Ja? Und so funktioniert das gerade ein wenig. Und wir kriegen jetzt schon den Test, trägt es, wenn ich jetzt anfange, diesen Prozess rauszukommen, etwas zu beschleunigen. Weil wenn jetzt jeder bleibt, bis sein Vertrag läuft, also meiner läuft bis 66, dann packen wir das in dieser Form nicht, wie ich jetzt gerade geschildert habe. Aber die Jungen, die ich alle habe, die sind sales-driven.
Dann habe ich noch einen Teil gehabt, der Sie interessiert. Wie läuft es in den Gremien? Genau, also in der Akademie haben wir viele Austauschzirkel, ganz viele. Wir haben auch Austauschzirkel, wir haben so einen Trainerpool zwischen 800 und 1200. Und je nachdem, wie intensiv wir die bespielen, trainieren wir mit denen. In der Organisation haben wir mehr als Gremien genug. Dort gelingt es aber in der Form, wie ich Kulturentwicklung geschildert habe, nicht die so explizit zum Ausdruck zu bringen. Es gelingt bilateral, ne? Sofort, wir erkennen uns. Beispielsweise der Akademieleiter in Würzburg ist auch ein Wieslocher. Ich habe den 2 Minuten gekannt und dann hat er mitgekriegt, da habe ich gerade das interne Curriculum mit dem Thorsten organisiert und dann sagt er zu mir, Wiesloch? Sag ich, ja, was machen Sie da? Sag ich, Sie, ich organisiere gerade ein internes Curriculum für meine Trainer. Sagt er, ey, kann ich da mit? Jetzt haben wir diese erste Gruppe, ist quasi gemerged, Hälfte Baden-Württemberg, Hälfte Bayern und so funktioniert es. Und ich weiß, dass es funktioniert nicht anders. Das ist eine Illusion. Also brauchst schon ein gemeinsames Gedankengut. Eine Frage. Ich habe den Verdacht, eine Parallele entdeckt zu haben, aber eine entgegengesetzte zu gestern. Teilen Sie die Ansicht, dass zwar in der Pharmabranche die letzten 1,5 Jahrzehnte weniger los war als im Bankenwesen, dafür das Programm, das wir gestern gehört haben, aber wesentlich kurzfristiger wirkte und bei Ihnen in der Bank eher die letzten, vor allem die letzten 5 Jahre, also im Bankenwesen allgemein ja sehr viel los war, so wie Sie es uns aber vorgestellt haben, das allerdings sehr viel besonnener wirkt und vielleicht sogar gemütlicher. Lassen Sie mich so darauf antworten. Ich habe gestern den Eindruck bekommen, dass wir es mit einem Familienunternehmen zu tun haben, das international geht. Und das so die ersten Versuche startet mit Formaten, wo sie versuchen, die Herausforderungen, die sie ja benennen können, in irgendeiner Form einzufangen. Wo aber noch kein Bewusstsein darüber herrscht, dass es notwendig ist, sich über den Gründer hinaus wirksam zu multiplizieren mit Formaten, die Sie dann als Forum auch abgenommen hätten. Sie haben ja gesprochen von den Marktveränderungen und dem Marktdruck, der Ihre Veränderungsprozesse unterstützt. Gibt es denn auch bei der Akademie internen Druck, ich sag mal internen Druck von den Sparkassen, die ja die Akademie finanzieren, die eben sagen, okay, wir wollen nach und nach, weil uns die Margen wegbrechen, auch entsprechend die Akademie weniger ausstatten mit Geld, was ja ein interner Druck wäre. Ich nenne es mal so. Ich habe diesen Druck selbst erzeugt. Bisher war mein Auftrag, schreibe eine schwarze Null. Das habe ich immer gemacht. Ich habe auch das unternehmerische Risiko der letzten Jahre genommen und das gut steuern können. Mit dem Blick, den ich jetzt habe, habe ich jetzt zum ersten Mal, man nennt das bei uns Haushalt, keine schwarze Null reingeschrieben, sondern eine größere rote Zahl, um deutlich zu machen, es ist notwendig, um auf eine andere Betriebsgröße zu kommen. Und darüber bin ich jetzt auffällig geworden. Und deswegen hat man mich aufgefordert, ein Konzept zu machen, das heißt Akademie 2020. Und wenn Sie so wollen, ist das, ich habe das jetzt bis zum letzten Punkt ausgehalten, ich fühle mich sehr verantwortlich für diese Akademie.
im Sinn von, ich bin auch der Treuhänder. Und jetzt muss ich sagen, in Bezug auf das, was ich auf uns zukommen sehe, funktioniert es in dieser Form nicht mehr. Deswegen habe ich den Druck jetzt selber gesucht. Nicht für mich persönlich, sondern so wie ich Ihnen das heute geschildert habe, was es braucht, damit sich etwas bewegt. Wir hatten in der Kleingruppe noch die Idee, aus dem Perspektivenereignismodell zwischen Marktorientierung und so Produktorientierung. Sie sagen ja, mein Zugpferd ist der Markt, der da stark wirkt. Unsere Resonanz war noch, was könnte denn noch aus der Akademie, also für was stehen wir denn? Also dass nicht nur der Markt quasi uns vorgibt und in der strategischen PE wirkt, sondern was könnten wir noch selber als Innovator oder was liegt noch so in der Schublade als Innovation aus der Akademie heraus? Was könnte da noch sein? Ich mache es an zwei Zielgruppen fest. Die eine Zielgruppe sind jetzt die sehr guten Auszubildenden, die abschließen und die wir ans Haus binden wollen. Ich fange jetzt in diesem Jahr so ein Top-Potenzial-Entwicklungsprogramm für sehr gute Ausgelernte aufzulegen. Das sind immer ganz kleine Pflanzen. Aber in diesen Pflanzen mache ich auch so etwas wie beispielsweise Biografiearbeit. Das übernehme ich dann selber, um deutlich zu machen, wie kannst du das, was du bisher gelernt hast, utilisieren, um in Wirkung zu kommen. Und ich mache es an der Zielgruppe Führungskräfte fest. Das ist unser Top-Potenzial-Entwicklungsprogramm im Sinn von, die Sparkassen sollen uns Frauen und Männer identifizieren, von denen sie ausgehen, dass die kurz auf dem Sprung in den Vorstand sind. Und die habe ich dann in diesen 6 Modulen, 3 Tage jeweils. Und das verbinde ich mit Kompetenzprofilen, mit denen wir dann gleichzeitig rausgehen und jetzt im Rahmen der Selektion die Einzelassessments machen. Und das ist ziemlich innovativ. Weil wir jetzt hergehen und sagen, also so stellen wir unseren zukünftigen Vorstand nicht vor. Und das hat ja Wellenwirkungen. Dann weiß jeder, oh, inwieweit entspreche ich denn diesem Bild und wie viel Zeit habe ich noch? Das ist sehr innovativ. Ja, ich fand das sehr inspirierend, Ihren Vortrag insgesamt. Ich habe eine Frage, die bezieht sich auf einen bestimmten Punkt, nämlich die Virtualisierung Ihrer Angebote und Produkte. Inwieweit haben Sie auch in Ihrem virtuellen Angeboten Dinge, die sich auf die Persönlichkeit beziehen, also nicht nur auf die, also auf das Führen und nicht nur auf die Banking oder ich wollte nicht sagen nur, nicht auf Banking, sondern eben auf diese Seite? Die habe ich heute noch nicht. Und da muss ich auch erst Haltung aufbauen. Und es hat folgenden Zusammenhang. Vor 20 Jahren oder knapp, weiß ich nicht mehr, 15, 16, habe ich meine erste Fusion rein virtuell gemacht. Wir haben damals fusioniert, Hypobank, Vereinsbank. Und wir haben jedes Lernen inhaltlich, verhaltensorientiert, Software, in Selbstlernprogrammen gehabt, haben den Mitarbeitern 18.000 Notebooks geschenkt und dann erwartet, dass sie selbst das lernen, damit sie am nächsten Tag den Kunden bedienen können. Und was exzellent funktioniert hat, das war IT, es waren Prozesse, es waren Produkte. Verhalten war... Dann habe ich auch gedacht, aus diesem Hype raus, wow, das funktioniert ja riesig. Und dann habe ich mich mal verabschiedet sozusagen von der Art und Weise, analog bilateral zu arbeiten für mehrere Jahre und habe das Klicks-Produkt mitentwickelt, das heute noch von IMC vertrieben wird. Klicks for you. Wir sind sozusagen der Innovator dafür. Und dabei habe ich gelernt, dass wenn du nicht so viel Relevanz auf ein Thema hast, dann funktioniert das nicht mit der Selbstorganisation.
Es sei denn, du hast lauter selbstorganisierte Typen. Und das ist so eine hohe Kompetenz, dass wir die nicht im Schnitt unserer Mitarbeiterschaft finden. Und darum müsste ich da jetzt erst Haltung aufbauen. Und wenn mir jetzt auch jemand sagt, im Sinn von, aber Inders, da gibt es doch Avatare und die können das und du musst das machen, dann sage ich sofort, okay, wenn der Avatar heute schon so gut ist, dass er dir Verhalten auf CD-ROM beibringt, dann ist ja der nächste Schritt überhaupt nicht mehr weit, dass wir anstelle des Betreuers den Avatar setzen, ne? Weil es muss ja dann funktionieren, der muss ja besser sein. Und dann empfehle ich dir, wir investieren überhaupt nicht mehr in Mitarbeiter, sondern gehen nur noch Avatare. Also das ist momentan meine Haltung. Die ist aber nicht differenziert, ne, sondern... Ja, erstmal bin ich ganz beeindruckt davon, dass Sie eine Akademie so weiterentwickeln, wie es vielen vielleicht noch im, vor der Nase steht. Ich kenne das Thema, ich baue selber für Unternehmen Akademien auf und da steht oft die Frage im Raum, wie kriegen wir das jetzt vitalisiert, wie bleiben wir dran? Das, was Sie ja schon sich nehmen an Fragen. Ich möchte einen kleinen Hinweis nur geben. Sie sagen immer strategische Personalentwicklung. Es tut mir leid. Ich glaube, Sie sind schon ein Stück darüber hinaus und dürften einfach auch sagen, wir sind die strategischen Personal- und Organisationsentwickler, weil wir beschäftigen uns mit Vitalisierung im Unternehmen, um einen Beitrag in Strukturen und Prozesse zu leisten für unsere Kunden. Und wenn Sie um Positionierung sich beschäftigen, ist, glaube ich, das ein sehr gutes Argument, und ein sehr gutes Wort, auch die Organisationsentwicklung mit reinzunehmen, verstärkt in Ihren Titel. Gut. Nehmen wir gerade die zweite Frage noch dazu und dann schließe ich die Fragen. Ja, ich bedanke mich auch für den interessanten Vortrag. Der Sparkassenverband ist ja, glaube ich, so weltweit die Bankengruppe, die am besten durch die Finanzkrise gekommen ist, soweit ich das weiß. Und frage, ob in diesem neuen Denken der Führung, egal ob jetzt virtuell oder konservativ, so dieses Thema, wir lernen von Katastrophen, wir lernen von Worst Practice sozusagen, mit in diesen ganzen, also genutzt wird, um dieses gute Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Es muss nicht aktiv genutzt werden, weil es sozusagen eine implizite Verhaltensregel ist. In der Organisation gibt es implizit so eine Verhaltensregel, die da lautet, ich mache kein Geschäft, das ich nicht von Anfang bis Ende durchdringe. Und ich kaufe kein Produkt, das in irgendeiner Form ein spezialisierter Mathematiker oder Physiker für mich designt hat, und ich mehr oder weniger promovierter Physiker sein muss, damit ich die Zusammenhänge erkenne. Und es ist auch in unserem Wertpapierhaus so, dass sie eine klare strategische Anweisung haben, nur Produkte aufzulegen, also für die unterschiedlichen Zielgruppen, die Betreuer verstehen. Und da wir ein total eine Haltung zum Risiko haben, die uns immer dazu führt, eher dreimal zu prüfen, stehen wir da, wo wir heute stehen. Und das führt uns nicht in eine Beraterhaftung in Milliardengröße, das führt uns nicht in eine Situation, dass uns mehr oder weniger die amerikanische Strafverfolgung hinten hängt, und das führt uns eben auch nicht in Situationen, dass wir Rücklagen bilden müssen, so wie die Deutsche das macht. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Ich habe mich immer kolossal geärgert, immer. Und mit mir viele Kollegen in der Geschäftsbank, wenn Herr Ackermann vorne stand und 25% Eigenkapitalrendite gefordert hat. Weil wir wussten, dass du mit fundamentalem Geschäft das nie erzielen kannst. Die durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität bisher in den Sparkassen in einer Reihe von 15, 30 Jahren untersucht, ist 7,5%. Wenn man das bei Geschäftsbanken hinterlegt, dann kommen die nie auf 7,5%. Weil entweder sie machen 25 plus
oder wie jetzt, die machen so ein Minus, dass es die nächsten 30 Jahre die Bilanz verhagelt. Und das ist der Unterschied im Sinn von, wie man organisch gewachsen ist. Und darum habe ich Ihnen gestern auch versucht, das ein bisschen deutlich zu machen, wo kommen wir eigentlich her? Und wenn du gelernt hast, mit dem Pfennig zu rechnen, ne, und zu gucken, wie läuft der wieder um, dann hast du eine ganz andere Kultur im Haus, als wie das, was du in der Geschäftsbank erlebst, wo du dich über große Tickets, nennt man das, identifizierst. Ist das so okay? Ich habe das als Hinweis aufgenommen. Sie, vielen Dank. Wir sind in bestimmten Teilen, bin ich dort. Ja, also mit meinen Mitarbeitern. Aber ich bin noch nicht durchgehend dort. Und darum sage ich PI. Ach, Sie. Ich habe ja gelernt, bescheiden zu werden. Also 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre. Ja, passt so? Ja, es passt so, ganz wunderbar. Wir machen jetzt mit diesem Teil erstmal Schluss. Bitte in 20 Minuten, also 11.20 Uhr, wieder zurück sein. Dann geht es zur nächsten Präsentation, auf die ich mich auch schon sehr freue. 20 Minuten, bitte pünktlich. Und herzlichen Dank dir nochmal, Frank.